Bei wunderbarem Herbstwetter wurden die Vorhaben für die Weihnachtszeit in Bruck an der Mur präsentiert. Diese sind heuer besonders umfangreich. Naja, heuer haben wir jetzt sozusagen das Tätigkeitsfeld ein bisschen ausgeweitet. Es gibt den Christkindlmarkt, den Adventmarkt hier am Brucker Hauptplatz und zusätzlich gibt es noch die Innenstadtaktivitäten, die primär dazu dienen, die Innenstadtbetriebe zu stützen, die zu stärken und den Leuten schmackhaft zu machen, länger in der Innenstadt zu verweilen und dann sozusagen gemütlich am Adventmarkt das Ganze ausklingen zu lassen. Also am Hauptplatz sind einmal viele Hütten, wo Handwerk und Gastronomie angeboten wird. Und in der Mittergasse, die Initiative vom Standort und Marketing ist da bemüht, wirklich einiges auf die Beine zu stellen. Und dieses Wochenende geht es schon los am Brucker Schlossberg. Da gibt es die Initiative von Anita und Harald Frager, die vom 17. bis zum 20. eben diesen Weihnachtsmarkt durchführen. Ja, und dann ist die offizielle Eröffnung am 24. November um 18 Uhr. Da wird auch diese wunderschöne Weihnachtsbeleuchtung, die wir im Vorjahr neu gemacht haben, erscheinen, erstrahlen auf unsere schöne Stadt. Wir haben ein buntes Programm zusammengebracht. Wir haben 22 Hütten plus einen Wintergarten. Es ist so groß der Weihnachtsmarkt wie noch nie. Wir müssen einige Schirme wegbauen von unseren Gaststätten hier, dass wir Platz haben. Es ist für alles gesorgt. Wenn Firma Mataschek einen wunderschönen Wintergarten da, ein eigenes Kinderprogramm gibt drinnen, wo gemalt wird, gebastelt und auch geschminkt. Wir haben sehr gute Musik hier. Wir haben den Oliver Heiter, die Zwitschertanten, Janesins, Grenzenlos aus Kapfenberg, die Sandis, der Kurek, also, und auch einen eigenen Mema-Abend, also ein Mema-Programm, wo etliche Gruppen von Mema TV gesponsert werden. Und ich glaube, das ist ein super Programm. Beim ersten Date schmusen? Geht sicher. Wieder im Team miteinander arbeiten. Gott sicher. Endlich wieder Besuch. Geht sicher. Gemeinsam auf der Gewinnerseite sein. Geht sicher. Wieder sorgenfrei miteinander spülen. Geht sicher. Gemeinsam geimpft. Bruck an der Mur holt sich jetzt die Auffrischung. Ohne Termin impfen in der Brucker Impfstraße in der Mittergasse 19. Damit die Gemeinsamkeit wieder sicher ist, lassen wir uns impfen. Mehr auf gemeinsamgeimpft.at. Die Veranstaltung Leobner Starweihnacht ist endlich wieder zurück. Ein musikalisches Highlight am zweiten Adventssamstag. Nach einigen Jahren Pause veranstaltet die Handball-Sportunion Leoben wieder die Leobner Starweihnacht. Als musikalische Gäste dürfen wir neben Christoph und Tobias Bracher, die Edelseher, die Zellbergburm, Erwin Aschenwald und seine Meierhofner sowie Oliver Heitz in der Sporthalle Leoben-Donnerwitz begrüßen. Wann? Samstag, 3. Dezember. Einlass 16 Uhr, Beginn um 17 Uhr. Wo? Sporthalle Leoben, Donnerwitz, Capellistraße 11, hier in Leoben. Oh, happy day. Wir laden Sie ein zur 17. Gospelnacht am Freitag, dem 18. November in der Stadtpfarrkirche Kapfenberg St. Oswald. Beginn ist 19 Uhr, gestaltet von den Kapfenberger Gospelsingers. Die 17. Gospelnacht am Freitag, 18. November 2022 in der Stadtpfarrkirche Kapfenberg St. Oswald. Oh, happy day. Ein herzliches Hallo an alle Tanzbegeisterten. Wir laden Sie herzlichst ein zu unserer ersten Oldies Night im Euromarkt im Café Eurotreff in Kapfenberg. Am 26. November ab 17 Uhr unterhalten wir, die Gruppe Picasso aus Kapfenberg, jung und jung gebliebene mit Musik aus den 60ern, 70ern und den 80er Jahren. Kommen Sie vorbei und genießen Sie einen schönen Abend bei toller Live-Musik. Die Kapfenberg Bulls trafen sich heute ausnahmsweise mal nicht,
zu einem Spiel in der Walfersamhalle, sondern beim Autohaus Fürstaller Bruck Obereich. Warum? Weiß Coach Michael Schrittwieser. Für uns immer natürlich immens wichtig, dass wir seit vielen Jahren mit dem Autohaus Obereich, mit dem Jörg Fürstaller, super Partnerschaft haben, und jetzt freuen wir uns ganz besonders, dass wir unsere Flotte komplett auch auf elektrisch umstellen, und mit den neuen MGs sind unsere Spieler super flott, umweltfreundlich und zeitgemäß unterwegs. Noch eine Frage, bevor ihr mit den Autos wegfahrt: Wie ist man mit der diesjährigen Saison zufrieden? Naja, wir sind bis jetzt natürlich nicht dort, wo wir sein wollen. Wir haben die Mannschaft umgebaut, haben sehr viel verjüngt und wissen, dass wir jetzt aber nach der Nationalteampause so richtig durchstarten werden und freuen uns schon auf die kommenden Spiele. Und am Ende wird mit dem Puls wieder ganz stark zu rechnen sein. Die Puls haben heute von uns, von der Firma Fürstaller, die MG-Palette übernommen, die was seit 2021 bei uns im Hause ist. Einen MG ZS e.V., der erste Generation, mit einem 38 Kilowatt Akku. Zusätzlich haben sie von uns bekommen einen MG ZS e.V. der zweiten Generation mit einem 72 Stunden Kilowatt Akku, dann einen Marvel R Allrad mit einem 70 Stunden Kilowatt Akku und einen MG ZS Benziner. Wir wünschen gute Fahrt mit den MGs vom Autohaus Fürstaller Bruck Obereich. Advent in Bruck an der Mur vom 24. November bis 23. Dezember. Weihnachtsmarkt am Hauptplatz, Adventsstimmung in der Innenstadt, jeweils von Donnerstag bis Sonntag 14 bis 21 Uhr. Täglich ein neues Live-Musikprogramm, Bummelzug, Fotobox, Zauberer und vieles mehr. Ein Advent für die ganze Familie. Informieren Sie sich auf www.waldweihnacht.at. Freut euch auf den Advent in Bruck an der Mur. Werden und genießen. Als Gastgeberin für eine Kettenpflicht-Schmuckparty profitieren Sie doppelt. Genießen Sie schöne Stunden mit Ihrer Familie, Freundinnen oder Kolleginnen in entspannter Atmosphäre und erhalten Sie 10% des gesamten Umsatzes in Form von Schmuck aus der aktuellen Kollektion. Bei Durchführung einer Schmuckparty schenken wir Ihnen zusätzlich ein besonderes Schmuckstück im Wert von 39 Euro. Oder werde Schmuckberaterin, mach deine Leidenschaft für Schmuck zum Beruf. Remember your dreams. Werde deine eigene Chefin, starte dein eigenes funkelndes Business, wir unterstützen dich.